Willkommen zum neuen Video Gesetz der Annahme, und das Thema des heutigen Tages beruht auf ein Zitat von Neville, das in meinem neuen Buch I Am Gesetz der Annahme nach Neville Goddard enthalten ist. Und dieses Zitat liebe ich. Ich liebe alles von ihm eigentlich, aber dieses Zitat liebe ich deshalb, weil es wieder so kurz und prägnant ist. Und er hat geschrieben in dem Buch, dass er es jemandem erzählt hat, der einen Ratschlag von ihm haben wollte. Und er hat ihm gesagt, also die Frage war, glaube ich, ja, wie kann ich das Leben leben, was ich leben will? Und Neville hat dann gesagt, verlange nicht, lebe dein Verlangen. So, das hat Neville ihm gesagt. Und das ist ein wunderbares Zitat von ihm, weil es das Gesetz der Annahme super zusammenfassen tut. Auf was kommt es an beim Gesetz der Annahme? Und in diesem Video möchte ich dir erklären, wie so der Ablauf ist, wenn man mit dem Gesetz der Annahme beginnt. Ja, es beginnt natürlich immer mit einem Verlangen. Ich habe immer irgendein Verlangen, und die meisten Menschen, die ein Verlangen haben, unterdrücken es erstmal. Ja, wir kennen es alle. Wir wollen das Auto haben, wir wollen reich werden, wir wollen Gesundheit haben, wir wollen die glückliche Partnerschaft haben und so weiter und so fort. Und seitdem wir auf diesem Planeten sind, das, was uns so, sage ich mal, beigebracht wurde, ist halt realistisch sein. Das heißt, selbst wenn wir uns in Tagträume verlieren, ja, und davon ausgehen, unser Verlangen wäre erfüllt, ja, manchmal verliert man sich so einen Tagtraum. Wenn wir dann aus diesem Traum erwachen wieder, dann sagen wir uns selber meistens solche Sachen wie, ach, das wäre viel zu schön, um wahr zu sein. Ja, bleib doch mal bodenständig, ja. Keine Ahnung, man will ein geiles Auto fahren, ja? Ach nein, bleib bodenständig, ja? Fahr deine Blechkiste noch 10 Jahre, bis der TÜV uns scheidet, ja? Das heißt, der Umgang mit dem Verlangen ist das eigentlich das allererste Problem, was auftaucht und die Leute davon abhält, dass sie erkennen, dass das Gesetz der Annahme kein Hirngespinst ist, sondern tatsächlich ohne Ausnahme funktioniert. Das heißt, Grundaussage des Gesetzes der Annahme sind zwei Dinge. Vorstellungskraft ist die einzige Realität. Die einzige. Nicht eine von vielen, sondern die einzige Realität. Und das zweite ist, Gefühl ist das Geheimnis. Und mit Gefühl ist gemeint das Gefühl des bereits erfüllten Wunsches. So. Okay. Was eben häufig ein Fehler beim Gesetz der Annahme ist, ist eben, dass man glaubt, das kommt so, glaube ich, auch ein bisschen aus diesem Gesetz der Anziehung, dass man sich hinsetzt, irgendwie eine schöne Visualisierung einmal abspielt, irgendwie morgens, und das irgendwie ein paar Tage macht, und plötzlich kommt das so vom Himmel gefallen vielleicht, ja. Das ist natürlich nicht der Fall. Beim Gesetz der Annahme geht es nicht darum, dass sich irgendwas in deine Welt zaubert. Das ist keine Magie, ja. Das ist wirklich bodenständig, und es geht darum, ja, dass in dir etwas passiert, und dadurch im Außen etwas passiert. Und das möchte ich dir erklären. So, ich werde Begriffe benutzen, die ich eigentlich ungern benutze, nämlich Bewusstsein und Unterbewusstsein, beziehungsweise unbewusst und bewusst. Ja. Aber zur Verdeutlichung ist es jetzt einfach mal besser, denke ich. So, okay, was passiert eigentlich beim Gesetz der Annahme? Beim Gesetz der Annahme ist es so, dass du ein Verlangen nicht konditionierst. Ja, Neville hat immer gesagt, gehe ins Extrem. Deswegen hier auch mein Tipp, wenn du ein Verlangen hast, ja, nimm es mal 10. Ja, einfach spaßeshalber. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch in meinen Coachings, dass wenn man ein Verlangen hat, lange Zeit habe ich immer gesagt, bleib in deinen Glaubensgrenzen. Wenn ich das empfohlen habe, war das häufig so, dass das Verlangen nicht mehr wirklich einen motiviert hat, regelmäßig das Gesetz der Annahme bezogen auf das Verlangen anzuwenden. Wenn das Verlangen nur so realistisch gehalten wurde, war häufig der Verstand im Weg, der gesagt hat, ach, das ist für dich aber nicht möglich. Wenn man aber das Verlangen einfach mal ins Extrem produziert, so dass es schon fast utopisch ist, dann interessiert sich der Verstand komischerweise weniger dafür, ja, weil er denkt sowieso, das ist Utopie. Ja? Aber du kannst deinem Verstand zeigen, dass das keine Utopie ist. Okay, das heißt, wenn du ein Verlangen hast, das Erste, was du immer machen solltest, ist erstmal das Verlangen anzunehmen. Ja? Neville hat immer gesagt, jedes Verlangen ist Gottes Wort. Und das ist auch so, weil wenn ich dich frage, wenn du sagst, du wünschst dir was, und ich frage dich, wer wünscht sich das, würdest du sagen, ich wünsche mir das. Wer ist ich? Gottes ewiger Name ist Ich Bin. Ja, das heißt, jedes Verlangen sucht sich im Prinzip schon Ausdruck.
wenn du dem nicht im Wege stehst. Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel das Verlangen, ein bestimmtes Auto zu fahren. Was du tun solltest, ist, dieses Verlangen in dein Bewusstsein einzuladen und dann davon auszugehen, dass es bereits wahr ist. Wie machst du das? Indem du in das Gefühl gehst, dass es bereits wahr ist. Weil jeder Bewusstseinszustand ist charakterisiert durch ein Gefühl des erfüllten Wunsches. Und dieses Gefühl ist eine Gewissheit, dass es wahr ist. Und wann weiß ich, dass etwas wahr ist? Wenn ich Dankbarkeit, Erleichterung, Zufriedenheit für den bereits erfüllten Wunsch fühle. Ja? Also das Gefühl des erfüllten Wunsches kann man auch so zusammenfassen, es ist Dankbarkeit, Erleichterung für den bereits erfüllten Wunsch. Wenn ich Dankbarkeit für etwas fühle, was außerhalb des gegenwärtigen Moments ist, ja, dann hat dieses Gefühl auch eine Realität außerhalb des gegenwärtigen Moments. Und alles, was ich zu tun habe, ist, dieses Gefühl in Besitz zu nehmen. Das heißt, dass ich dieses Gefühl nicht loslasse, dass ich das nicht relativiere, indem ich sage, das wäre zu schön, um wahr zu sein, sondern dass ich immer wieder und wieder und wieder in dieses Gefühl zurückkehre, bis es natürlich sich anfühlt. Ja? Und was passiert dann, wenn ich ein Verlangen habe? Ja, und ich habe im letzten Video die Phishing-Methode beschrieben. Das ist eine super einfache Methode, wie du immer wieder in dieses Gefühl kommen kannst. Ja, wenn du mal mehr Zeit hast, kannst du länger die Zeit nehmen, um dort zu bleiben in diesem Gefühl, also wirklich zu verschmelzen. Aber wenn du nicht so viel Zeit hast, dann reicht es auch, wenn du einfach nur deine Aufmerksamkeit immer wieder dahin richtest. Ja, also diese Mischung macht's. Aber wichtig ist, es geht beim Gesetz der Annahme nicht darum, dass du 10 oder zweimal am Tag dir 10 Minuten Zeit nimmst und dich irgendwo hinsetzt und irgendwas imaginierst oder irgendwelche leeren Worte dir sprichst. Das ist nicht das Gesetz der Annahme. Das Gesetz der Annahme ist eine Lebenseinstellung und es geht darum, dass du dir deiner Gedanken, deiner Vorstellungen, deiner Gefühle immer bewusster wirst. Und dass du dann entscheidest, das will ich nicht mehr, das will ich, wie würde ich mich fühlen, wenn das warst? Und das nicht nur einmal am Tag machst, sondern immer, wenn du merkst, dass du einen Wunsch hast, dass du es anwendest. Dann wirst du immer mehr Beweise haben und dann wirst du auch immer ein größeres Vertrauen haben und die Dinge werden immer leichter und leichter und leichter. Und du wirst immer erfolgreicher, erfolgreicher und erfolgreicher in allen Lebensbereichen. Also, was passiert? Du hast ein Verlangen. So, das Verlangen kommt im Prinzip aus dem Unterbewusstsein. Es kommt nicht von außen, es kommt von innen. In dein Bewusstsein, du lädst es ein, du gehst davon aus, dass es bereits wahr ist. So, und du tust es nicht einmal am Tag, also vielleicht einmal am Tag, aber es kann auch sein, beziehungsweise du tust das immer, wenn du merkst, dass das Verlangen in dein Bewusstsein kommt. Ja? Immer wenn du unterwegs bist und du merkst schon wieder, du verlangst nach den Dingen, gehst du in das Gefühl des bereits erfüllten Wunsches rein. Das kann einmal am Tag sein, das kann zweimal, das kann 100-mal sein. Was passiert ist eben, dass die Phasen immer länger werden, wo du eben generell nicht zweifelst und nicht verlangst. Also vielleicht am Anfang, wenn du in einen sehr großen Wunsch reingehst, keine Ahnung, nach 5 Minuten bist du schon wieder raus aus dem Zustand, aus dem Bewusstseinszustand und du, keine Ahnung, 100-mal am Tag musst du halt immer wieder in dieses Gefühl gehen. Wenn du das beständig machst, dann wirst du halt merken, dass es irgendwann halt nur noch 10-mal ist und dann ist es nur noch 1-mal und dann gar nicht mehr. Das ist ein Indiz dafür, dass es sich natürlich anfühlt. Und dann wird sich das eben auch in deiner Außenwelt beständig ausdrücken. Weil der Bewusstseinszustand, wo du am häufigsten zurückkehrst, ist dein Wohnort sozusagen, dein spiritueller Wohnort und drückt sich am stärksten in deiner Außenwelt aus. So, das heißt, das Verlangen ist Gottes Wort und es trägt alle Mittel und jegliche Kraft zur Erfüllung bereits in sich selbst, auch ganz wichtig. So, das kommt jetzt ins Bewusstsein, du nimmst jetzt irgendeine Methode, die Szene-Technik, Schlaflied-Methode, Phishing-Methode, irgendwas, was dich anspricht. Ich persönlich bevorzuge mittlerweile die Phishing-Methode, du fragst dich, wie würde ich mich fühlen, wenn es wahr ist. Wenn du diese Frage ernsthaft stellst, wirst du merken, dass ein Gefühl auftaucht. Und deswegen heißt es die Phishing-Methode, weil Neville immer gesagt hat, dieses Gefühl steigt aus den Tiefen empor, wie ein Fisch. Und du fängst ihn, indem du deine Aufmerksamkeit einfach auf diesen Fisch richtest. Wenn du das lang genug tust, verschmilzt du damit. Du kannst dich aber auch hinzufügen, als Plus, so eine Frage wie, was würde ich wohl sagen zu mir, wenn mir bewusst wird, dass der Wunsch bereits erfüllt ist? Vielleicht sowas wie, ach, großartig. Ja, das kann helfen, damit du auf diesem Gefühl bleibst, weil deine Aufmerksamkeit wird vielleicht wieder wandern gehen. Wir sind Sklaven aktuell unserer Aufmerksamkeit und nicht ihr Meister. Ja, das kann auch helfen. So ein kleiner Tipp nebenbei. Okay, und also wenn also das Verlangen in deinem Bewusstsein ist und du gehst davon aus, es ist bereits wahr, dann kommt das Wichtige. Denn Bewusstsein ist dein Verstand oder gekoppelt an deinem Verstand und dein Verstand holt sich alles immer von den 5 Sinnen, die du hast. Ja, hören, sehen, erfühlen, etc.
Ja? Und die Außenwelt wird dir natürlich deine Annahme, die du jetzt über dich hast, also dass dein Wunsch bereits erfüllt ist, noch nicht bestätigen. Das heißt, du wirst sowieso permanent von der Außenwelt penetriert, die dir zeigt, dass das, was du, dass deine Annahme noch nicht wahr ist. Ja? Es geht nicht darum, dass du an der Realität vorbeiläufst, weil was passiert, wenn du regelmäßig in den Zustand wieder zurückkehrst, und das tust du halt nur, wenn du es bemerkst, dass du wieder verlangst, dass du zweifelst oder dass du dir eine Platte um das Wie machst. Das sind eigentlich die einzigen Gründe, warum du wieder in den Zustand gehst. Ansonsten gehst du einfach deinem Tag nach. So. Und wenn du das halt immer regelmäßig machst, dann wird Folgendes passieren. Irgendwann entsteht halt wirklich diese Annahme, feste Annahme, ich bin X. Ja, jetzt hat dein Unterbewusstsein die Annahme, ich bin Y, ich bin A. Jetzt, weil du es oft genug gemacht hast, Beständigkeit, ist die Annahme, ich bin X. Also ich bin zum Beispiel reich. Okay? Und wenn diese Annahme da ist, aber dein Verstand immer noch irgendwas sieht in der Außenwelt, was mit der Annahme nicht harmoniert, dann entsteht ein Ungleichgewicht zwischen dem, was dein Unterbewusstsein für wahr empfindet und dem, was eigentlich dein Verstand dir zeigt. So, und dein Unterbewusstsein ist immer bestrebt, Harmonie herzustellen. Das heißt, dass die Außenwelt und die Innenwelt wieder im Gleichgewicht sind. Und das geht über zwei Wege. Entweder die Außenwelt zieht nach und du lebst dann eben das, was du dir imaginiert hast, oder du wirst so stark von der Außenwelt penetriert, gehst nicht mehr in den Zustand zurück, also festigst diese Annahme nicht mehr, und die Außenwelt bringt dich wieder in den alten Zustand, ich bin Y, also ich bin A. Ja, du fällst dann einfach wieder in den Zustand zurück, den du eigentlich nicht mehr haben willst. Warum? Weil du nicht beständig warst. Ja, du warst nicht beständig, du hast irgendwann aufgehört mit der ganzen Sache oder hast nur noch so Larifari gemacht, du bist wieder in die alte Annahme gefallen. Die Dinge können sich also nicht ändern, das Gleichgewicht ist aber trotzdem wiederhergestellt, bloß nicht eben zu deinen Gunsten. Deswegen ist es so wichtig, beständig zu sein. Und das ist im Prinzip, was passiert. Und wenn jetzt die Annahme ist, ja, du hast die Annahme, ich habe das Traumauto, ich bin reich, ich habe das Traumhaus oder ich bin in einer glücklichen Beziehung. So, was dann passiert, ist natürlich, damit dein Unterbewusstsein und wieder dieses Gleichgewicht herstellen kann, es sendet halt Impulse an dein Bewusstsein. Einen bestimmten Drang, Dinge zu tun. Einen bestimmten Drang, gewisse Dinge nicht mehr zu tun. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte ein erfolgreicher Unternehmer sein und du gehst immer wieder in die Annahme rein, dass du es bereits bist, wie würde ich mich fühlen, wenn ich ein erfolgreicher Unternehmer bin? Ja, definiere das für dich davor, was das für dich bedeutet, erkunde den Zustand. Aber wenn du das dann regelmäßig machst, dann passiert Folgendes, dass du bekommst den Drang, bestimmte Dinge anders zu machen. Vielleicht wirst du plötzlich Bücher lesen, mehr Bücher lesen als sonst, weil du einfach den Drang dazu hast. Vielleicht wirst du mehr Networking betreiben, wirst vielleicht auf mehr Veranstaltungen gehen, wirst vielleicht mehr präsenter sein, ja, oder vielleicht irgendwie einen eigenen Blog entwickeln, ja, oder wirst halt irgendwie, plötzlich hast du eine Idee und obwohl du vielleicht schon in der Vergangenheit Ideen hattest, hast du diesmal den Drang, sie umzusetzen. Das heißt, vieles passiert einfach vollkommen automatisch, weil du den Drang hast. Der Mensch glaubt an einen freien Willen, der nicht existiert, ja, weil egal, was in deinem Bewusstsein ist, es kommt aus dem Unterbewusstsein. Entweder manchmal nimmst du es wahr und hast dann das Gefühl, du hättest etwas bewusst entschieden, aber in Wirklichkeit ist das schon längst im Unterbewusstsein passiert. Ja? Ansonsten, 30.000 Entscheidungen trifft der Mensch am Tag ungefähr, davon sind sowieso 26.000 Entscheidungen, sogenannte Blitzentscheidungen, also total unbewusst. Ja? Das heißt, dieser Impuls kommt einfach in dein Bewusstsein und du tust auf einmal Dinge, die du sonst nie tun würdest. Viele, die das Gesetz der Annahme jetzt langfristig anwenden, sagen alle das Gleiche. Wenn sie nach 2-3 Monaten rückwirkend einfach mal ihr Leben beobachten, merken sie, dass sie gänzlich andere Dinge tun als früher. Ja, ich tue heute auch komplett andere Dinge als früher. Ja, ich lese mehr, ich arbeite auch mehr, aber einfach aus dem Drang heraus. Ja, es ist für mich keine Last, sondern es ist für mich einfach eine Berufung. Und viele Dinge haben sich einfach geändert. Und das ist der Drang, der einfach kommt. Genauso wie der Drang, dass du gewisse Dinge dann sein lässt. Ja. Vielleicht hast du dann, wenn du sagst, ich bin jetzt ein erfolgreicher Unternehmer oder so, du gehst immer wieder in diese Annahme rein, hast du vielleicht nicht mehr so viel Lust, mit deinen Leuten um die Häuser zu ziehen. Ja, weil das einfach gerade nicht das ist, was mit dir harmoniert. Du hast auf einmal plötzlich nicht mehr den Bock dazu. Davor hattest du immer die Lust und hast dich darauf gefreut, jetzt hast du es nicht mehr. Stattdessen, keine Ahnung, schaust du dir irgendwie auf YouTube ein geiles Video an, wie jemand dir erklärt, wie du dein Networking oder dein Marketing verbessern kannst, was auch immer. Ja, und das passiert halt gänzlich automatisch. Ja, und das heißt, deine einzige Aufgabe ist, immer wieder in den Zustand zu gehen.
Das ist die einzige Aufgabe. Wenn du merkst, dass du dich ungut fühlst, dann heißt das einfach nur, dass du mit deiner Aufmerksamkeit wieder auf der Außenwelt klebst, die dir natürlich noch nicht deine Annahme bestätigt. Die Außenwelt wird dir immer eine Zeit lang die Annahme, die du über dich hast, wenn sie eben auf die Zukunft gerichtet ist, in Frage stellen. Und du kannst halt entweder dem nachgeben, dann fällst du wieder in den alten Zustand, oder du bleibst deiner Linie treu, akzeptierst kein Nein, was einfach bedeutet, ich akzeptiere nicht, was mir die Außenwelt zeigt. Ich bleibe bei meiner Annahme, auch wenn 100 Mal am Tag ich in dieses Gefühl gehe, dann wirst du merken, dass die Außenwelt nach und nach nachzieht. So. Das heißt, du wirst tun, du wirst automatisch gewisse Dinge tun, aber die werden halt meistens intuitiv passieren, ja. Und du wirst es, das wird auf so eine natürliche Art und Weise passieren, dass du wahrscheinlich, wenn du immer so von Tag zu Tag guckst, es gar nicht mitbekommst. Ja, aber langfristig, wie gesagt, nach 1-2 Monaten, wenn du rückwirkend guckst, wirst du sehen, boah, es hat sich so viel verändert. Was jetzt noch hinzukommt, das ist die mystische Sicht des Gesetzes der Annahme, ist eben, dass es halt nur ein Ich Bin gibt, nicht zwei. Es gibt nur eins. Ja, wenn ich sage, ich bin, und du sagst, ich bin, und dein Nachbar sagt, ich bin, dann ist das ein Ich Bin. Das Ich Bin ist dasselbe, nur der Inhalt ist anders. Ja, wir alle haben die gleiche Vorstellungskraft, aber der Inhalt unserer Vorstellungskraft, also die Vorstellung, die wir über uns haben, ist anders. Das heißt aber auch, dass wenn ich in eine Annahme gehe und mich davon überzeuge, nicht nur ich den Impuls und den Drang habe, bestimmte Dinge zu tun und bestimmte Dinge nicht mehr zu tun, sondern jeder Mensch auf diesem Planeten hat das Gleiche, bezogen auf meinen Wunsch. Plötzlich haben Menschen den Drang, mir zu helfen. Plötzlich kommen Menschen in mein Leben. Es sieht aus wie ein Zufall. Aber nach vielleicht 2 Monaten erkenne ich, dass genau das passieren musste, damit sich mein Wunsch erfüllt. Ja? Das heißt, du schreibst nicht nur dein Drehbuch, sondern du schreibst das Drehbuch von allen Menschen. Und das heißt, sie alle nehmen ihre Rolle abhängig von deinem Drehbuch ein. Ja, deswegen kann es sein, dass du manchmal mehr machen musst, aber das tust du einfach. Also verwechsel das nicht mit, du zwingst dich zum Tun. Ja, das ist Blödsinn. Du zwingst dich nicht zum Tun. Es ist ein Drang. Wenn du in dem Zustand bist, bist du in dem Zustand. Ja, und ein Zustand ist immer der Ursprung. Ja, aus dem Zustand heraus wirst du anders denken. Du wirst andere Glaubenssätze haben. Du wirst deine Gefühlswelt wird sich verändern. Du wirst andere Vorstellungen haben, also anders imaginieren aus diesem Zustand heraus. Dann wirst du natürlich auch anders handeln, andere Ereignisse. Und dann natürlich jeder Mensch nimmt seine Rolle abhängig von diesem Zustand ein. Ja? Und deswegen manchmal ist es halt so, dass du mehr oder weniger tust. Aber auf jeden Fall werden andere Menschen ihre Rollen einnehmen. Und alles eben nur deshalb, damit das Gleichgewicht zwischen Außen- und Innenwelt wiederhergestellt wird. Ja? Deine Annahme wird sich in der Außenwelt spiegeln. Okay, das ist also sozusagen jetzt einfach mal, wie du mit jedem Verlangen umgehen solltest. Ja, und hier noch der Hinweis, bleib nicht nur kleben irgendwie auf dein großes Verlangen, sondern spiele auch am Tage mit kleineren Wünschen und übe einfach diese Praxis, damit du auch einfach merkst, wann kommst du super schnell in das Gefühl des erfüllten Wunsches und wann manchmal nicht. Dann findest du so deine eigene Linie. Ja? Okay, das war's von dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo hinterlässt, falls du es noch nicht getan hast, einen Kommentar, ein Däumchen drückst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn du noch tiefer in das Gesetz der Annahme einsteigen willst, empfehle ich dir auch den Neville Goddard Express Kurs. Der beruht auf meinem neuen Buch. Findest du in der Videobeschreibung die Links dort hin. Dann kannst du dir den anschauen. Der ist kostenfrei und der zeigt dir halt auch nochmal die einzelnen Übungen, Vorübungen, die ganz wichtig sind. Dämmerzustand, imaginativer Umzug, mit kleinen Wünschen spielen, aber auch die Technik. Also es ist ein sehr praktischer Kurs und ich empfehle dir auch das Buch. Super Hammer Vorträge von Neville sind dort enthalten, die einfach auch nochmal auf die Praxis abzielen. Ja? Und je mehr du in diese Praxis eintauchst und sie umsetzt, desto leichter wird das Gesetz. Gut, ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.